Andreas und Tobi kommt aus dem Norden. Die Ferien sind vorbei. Jetzt soll er auf Mads Mine mit anpacken. Tobi haben wir erst 2 Wochen später getroffen. Du hast noch eine kleine Auszeit, ein bisschen Urlaub gemacht. Und hast einen Zyklon mitgebracht. Ja. So, angekommen am Treffpunkt. Ich bin schon vor ein paar Tagen in Australien eingereist. Die Jungs waren unten im Süden noch am Suchen und müssten jetzt eigentlich so bald wie möglich hier aufkreuzen. Wir müssten von da drüben kommen und das Ganze zackig, weil der Zyklon, der sollte jetzt bald die Küste erreichen. Vor allem konnte ich mir nichts darunter vorstellen unter dem Zyklon. Ich habe immer nur Bilder mal hier und da im Fernsehen gesehen von zerstörten Städten oder so. Boah, war schon beängstigend. Hey! Hey! Hallo! Alles gut? Ja, anderes Wetter, ja. Gut angekommen? Ja, ja. Sehr gern, Tobi. Hi! Was ist gefährlicher? Sturm oder Regen? Wind. Vor allem der Regen. Er macht alle Wege unpassierbar. Wir müssen unbedingt über den Fluss, bevor er steigt. Und wir müssen an einer anderen Stelle rüber als sonst. Da ist jetzt schon alles komplett ausgewaschen. Das ist ein Riesenumweg. Den habe ich seit 15 Jahren nicht mehr benutzt. Und da kommen wir rüber? Mal sehen. Los jetzt. Das Rennen gegen den Zyklon ist riskant. Im schlechtesten Fall führt es mitten ins Chaos. Klasse, dass Tobi da ist. Ein zweites Auto ist immer gut. Tobi konnte sich jetzt auch genug erholen an der Küste. Jetzt ist wieder Zeit für Abenteuer. Die Zeichen stehen auf Sturm. Die Ausläufer des Zyklons sind in Sichtweite. Wasser aus dem Norden sammelt sich schon jetzt in jeder Senke. Am schlimmsten wäre es, wenn wir in einem Fluss festsitzen. Und wenn dann noch ein Wirbelsturm kommt. Die australischen Buschtrommeln haben schon Alarm geschlagen. Die übliche Zufahrt ins Camp ist unpassierbar. Normalerweise fahren wir hier ins Weiße Gate, aber da haben wir keine Chance, wie Anthony meinte. Demzufolge geht's weiter und ein komplett anderer Weg. Was mich da oder uns alle erwartet, keine Ahnung, da war ich auch noch nie. Ready? Rock'n'Roll. Die Strecke ist viel länger und kaum befahrbar. Es gibt schon Gründe, warum ich sie so lange nicht mehr genommen habe. Das Gute ist, dass der Fluss hier breiter ist. Dadurch ist er nicht so tief. Aber ich ziehe auch noch meinen Anhänger durch. Wenn der mich stoppt, komme ich nicht mehr raus. Besser, ich check das erstmal zu Fuß. Sollen wir uns an den Händen nehmen? Du kannst mit dir selber Händchen halten. Eigentlich würde er sehr gerne. Okay, ihr beide habt Spaß und Fahrt und ich suche euch den besten Weg. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wenn Andreas gut rüberkommt, fahren wir los. Matt, Andreas und Tobi nutzen das letzte Tageslicht. Die Fahrt ins Camp ist nicht nur ein Wettlauf gegen den Zyklon, sondern auch gegen die Nacht. Fahre nie bei Dunkelheit durch einen Fluss. Sobald man ins Wasser taucht, tauchen auch die Scheinwerfer ab und man sieht nichts mehr. Wenn dann noch der Motor abstirbt, steckt man in totaler Dunkelheit mitten im Fluss fest. Ich bin hier schon mal stecken geblieben. Besser, ich schaue mir das erstmal zu Fuß an. Das ist der North Palmer. Vor dieser Flussdurchfahrt habe ich wirklich Respekt. Der Fluss fließt zwischen 2 Hügeln durch. Wenn du dich da erst festfährst und das Wasser steigt, hast du keine Chance mehr, dich auf einen Hügel in Sicherheit zu bringen. Dann hast du echt ein Problem. Da fahre ich rein. Dann muss ich Gas geben, damit der Anhänger nicht voll Wasser läuft und mich bremst. Außerdem muss ich jetzt endlich ins Camp. Ich brauche neue Schuhe.
Oh, er wird nervös, ne? Wie immer. Ein bisschen unter Druck halt, aber richtig nach einem Bierchen wird er auch wieder ruhiger. Und dann wird das No-Go zum Must-Go. Der Anhänger ist wie ein Anker, den ich hinter mir herziehe. Matt ist durch. Jetzt muss Toby beweisen, was er inzwischen gelernt hat. Bei Dunkelheit durch ein unbekanntes Flussbett. Ganz eng am Ding drum, kannst wo das kleine Knick ist durch rüberfahren. Dann ziehst du ganz so bis zu dem Ding ist und dann ziehst du schön raus, okay? Einfach so flupp hochklopfst, okay? Ja. Have fun. Auf jeden Fall gibt es ein viel sichereres Gefühl, wenn du dabei bist. Weil ich wusste auch gar nicht, was auf mich zukommt. Und jetzt hier rum und Gas. Gas, 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 Gas. So, super. Alles klar. Alles safe. Wunderbar. Gut gemacht. Da gibst du mir und vor allem Matt auch die Sicherheit dann. Vor allem, wenn wir reinfahren in den Busch. Ist ja schon anders, wie ich es normal kenne. Das sind einfach die 10 Jahre Erfahrung, die ich mehr habe. 10. Ja, Geld, vielleicht ein paar mehr. Aber so weit weg sind wir ja vom Alter gar nicht. Nee. Doch das war erst der Main Palmer River. Das Haupthindernis liegt noch vor den Best Mates, der North Palmer. Schon wieder 20 Minuten verloren. Aber ich muss wirklich sicher gehen, dass da keine großen Hindernisse unter Wasser sind. Die erkennst du nur, wenn du alles abläufst. Davon gibt's jede Menge. Ein paar Steine sind fast einen halben Meter hoch. Riesen Felsen drin, riesen Brocken. Und dann auf jeder Seite geht's irgendwo runter. Wenn er dann mit dem Lift drin hängen bleibt oder mit einem Reifen, mit dem Gewicht vom Horsefloor, boah. Und dann ist. Das ist eine Nummer. Also das ist mit Sicherheit die beschissenste Durchquerung, die wir bis jetzt hatten. Und jetzt? Vollgas? Bei mir geht's nur mit Vollgas. Sonst kriege ich den Anhänger nicht durch. Wäre viel besser gewesen, wir hätten das bei Tageslicht gemacht. Langsam werde ich auch noch müde. Hilft nichts. Jetzt oder nie. Um da durchzukommen, muss man genau wissen, wie man den Steinen schnell ausweicht. Sehr gut! Da waren überall die ganz großen Rocks. Und da war es mir dann schon lieber, dass wenn was kaputt geht, dass du es dann machst wie ich. Ja, war ganz lieb von dir. Ha? War schon knackig, hatte ich auch ein bisschen mulmiges Gefühl. Da hat man Adrenalin in allen Körperteilen. Okay, Doc. Fucking Rock'n'Roll.